Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen und ich musste erst zweimal hinsehen mit der neuen Rana Bolo New im Test, denn die ist vegetarisch. Das ist nicht nur einfach eine Bolognese für die Mikrowelle, sondern einfach eine vegetarische Bolo New. Wie cool ist das denn? Das Vegetarische ist hier auf Soja-Basis. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Wie immer geht's in die Mikrowelle und wie immer ist es so ein tolles Set mit drei verschiedenen oder glaube ich sogar vier verschiedenen Bausteinen. Die gucken wir uns jetzt mal einzeln an, gleich in der Großaufnahme. Aber vorher verrate ich natürlich auch, wo ich die gefunden habe. Ich habe sie jetzt im Lidl entdeckt, im Angebot für 2,99 Euro gekauft, ist eventuell jetzt aber auch schon wieder ausverkauft. Gibt es aber definitiv auch noch in anderen Supermärkten. Meistens kaufe ich hier die Rana Produkte im Rewe, weil ich da häufiger unterwegs bin. Und da liegen die aber um die 3 bis 4 Euro. Ich bin gespannt, was die vegetarische Bolognese so kann. Das sehen wir aber auch direkt in wenigen Minuten. Und dann schauen wir uns mal die einzelnen Zutaten jetzt mal in der Nahaufnahme an. Hier ist wie immer die Soße. Dann haben wir hier die Nudeln, in dem Fall Tagliatelle. Und die Zutaten Nummer 3 sind tatsächlich Käse und Kräuter. Man hätte sogar sagen können, es sind insgesamt 4 Zutaten, aber das hier sind auch die einzelnen Schritte. Denn zuerst macht ihr die Nudeln hier in diese Pappbox, dann kommt die Soße drauf und als Schritt Nummer 3, nachdem man es aus der Mikrowelle holt, kommt dann der Käse und die Kräuter werden dann so untergemischt. Also die Soße ist jetzt hier über den Nudeln gekippt. Ich muss sagen, dass die Fleischvariante doch ein bisschen dickflüssiger war und sie das Ganze eigentlich immer schöner bedeckt. Vorher sollte man auch den Beutel ein bisschen schütteln, habe ich gemacht, alles drüber gekippt. Und so bedeckt die Soße natürlich nicht mehr zu 100% die Tagliatelle. Das hat mir in der anderen Variante doch ein bisschen besser gefallen. Ist ein bisschen flüssiger, die Soße. Frisch aus der Mikrowelle umgerührt. Jetzt kommt noch der leckere Käse hier drüber. Verpackungen lassen sich wirklich sehr leicht ohne Schere aufmachen. Aber trotzdem kann man gerade den Käse, den kann man besser beidhändig bedienen und nicht nur mit einer Hand. Den Satz haben wir uns gemerkt. Beidhändig den Käse bedienen. Dann verteilt er sich auch super über die Tagliatelle, die ich ehrlicherweise auch gerade mal mit dem Messer so ein bisschen hier klein geschnitten habe, damit das nicht alles so rumspratzt. Die Kräuter habe ich auch schon vorbereitet. Mensch, es ist fast wie Kochen heute, oder? Ja, es fühlt sich fast wie Kochen an. Das ist echt das Geheimnis. Und die sind glücklicherweise auch nur in Papier eingepackt. Das ist schon mal ganz toll. Und riecht so ein bisschen italienisch, direkt nach Oregano und ja, vielleicht auch ein bisschen Basilikum. Und vielleicht sogar noch so ein bisschen ASMR. Hört man das Geräusch? Findet ihr auch, dass es so lecker klingt, wenn man so in den Nudeln rumrührt? Ich finde das ja wirklich, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich halte jetzt mal die Klappe und rühre noch ein bisschen um. Und jetzt wird probiert. Ich finde es echt so praktisch. Oh, guck mal, ich stehe drauf, 100% kompostierbar. Ich finde es mega praktisch fürs Büro. Wenn es dann wieder ins Büro geht, ist es auch praktisch, weil man braucht dann keinen Teller einsauen, obwohl wir haben eine Spülmaschine im Büro, da geht es auch so. Und jetzt probiere ich mal die vegetarische Bolognese. Und ich muss direkt sagen, Rana kann es einfach irgendwie, ne? Egal ob mit Fleisch oder ohne Fleisch. Auch die vegetarische Bolognese schmeckt mir sehr, sehr gut. Von der Konsistenz fand ich die andere Bolo noch ein bisschen besser, aber es hat sich auch gebessert tatsächlich. Es war dann nicht mehr ganz so flüssig in der Mikrowelle, wenn man es nachher umgerührt hat mit den Nudeln. So sieht es nämlich echt ganz gut aus mit der Soßenverteilung. Und geschmacklich ist es wirklich richtig gut. Vor allen Dingen, es hat nicht diesen komischen Sojageruch, den manche Gerichte haben, den ich überhaupt nicht mag. Man macht das dann irgendwie auf und dann gibt es so einen typischen Geruch, den mag ich gar nicht. Und den gibt es hier zum Glück nicht. So, ich gönne mir nochmal eine schöne Gabel hier, Tagliatelle und Bolo. Und muss sagen, lecker! Schmeckt mir sehr gut.
Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt die Sorte jetzt wirklich gut geworden 8 Punkte. Ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich doch wieder zur normalen Bolognese greifen. Aber wenn die normale Bolognese vergriffen ist, dann würde ich die auf jeden Fall probieren. Wieder mal sehr, sehr lecker hier. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich habe schon Bolognese-Lippen, sehe ich gerade. Kennt ihr, ne? Wenn man Nudeln gegessen hat, Bolognese, nachher alles so schön eingefärbt. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!